Die Bartrasur. Ein tägliches Ritual der Männer. Zwar beherrschen Elektrorasierer den Markt, aber die Nassrasur mit Pinsel, Schaum und Messer erfährt eine Renaissance. Es ist eben ein Erlebnis der besonderen Art. Darauf schwören auch die Kunden des 61-jährigen Kölner Friseurmeisters Ronald Schallenberg. Das Rasiermesser besteht aus Schale und Klinge. Die Klingenteile heißen Rücken, Kopf, Hohle, Warte, Doppelansatz, Erl und Angel. Doch wie entsteht ein Rasiermesser? Wie wird es scharf gemacht? Blicken wir in eine Solinger Schleiferwerkstatt. Werner Breidenbach betreibt eine der letzten Rasiermesserschleifereien. Am Pliestbock bearbeitet er zunächst den oberen breiten Rücken sowie den gerundeten Klingenkopf. Rasiermesser entstehen in zahlreichen Fertigungsstufen aus edlem Stahl. Nach dem Schmieden unter dem Fallhammer und dem Härten im Feuer folgen in der Werkstatt des Schleifers etwa 15 Arbeitsschritte, bis aus dem Rohling ein rasierbereites Messer wird. Auf den Rückenschliff folgt das Schleifen des Klingenerls. Der Erl ist das schmale, in die gekrümmte Angel auslaufende Ende der Messerklinge. Auf den Erl wird später die Griffschale aufgenagelt. Pliestböcke und Schleifmaschinen stehen hier seit den 20er Jahren. Erforderliche Reparaturen an den Treibriemen führt der Schleifer behelfsmäßig durch. Er wird die Werkstatt bald aufgeben, daher lohnt keine Neuanschaffung. Das Band treibt die Maschine für den Wartenschliff an. Die Warte ist die untere schneidende Kante der Klinge. Der Schleifer muss immer wieder die Schnittfähigkeit überprüfen. Für den nächsten Arbeitsgang richtet Werner Breidenbach die Hohlschleifmaschine ein. Sie ist mit zwei kleinen Magnesit-Kunstschmirgelsteinen versehen. Früher verwendeten die Schleifer Natursandstein. Beim Hohlschleifen werden Steine unterschiedlicher Durchmesser je nach dem gewünschten Grad der Hohlung benutzt. Die Maschine lässt sich über den Bandlauf und den Armhebel in Gang setzen. Im Hohlen ist die gewölbte Innenseite der Klinge. Hierdurch unterscheiden sich Rasiermesser von den planen, das heißt glatten Messern für Tisch und Küche. Durch den Hohlschliff erhält die Klinge eine große Elastizität und Geschmeidigkeit, Voraussetzung für einen erstklassigen Schnitt. Deshalb gilt das Schleifen im Hohlen als besonders schwierig. Es erfordert viel Aufmerksamkeit, Konzentration und ein gutes Auge. Für das Abschleifen des Walls zwischen Hohle und Warte sitzt die Klinge in einer speziellen Halterung.
Werner Breidenbach nutzt die Werkstatt der ehemaligen Rasiermesserschleiferei Paul Drees. Hier hat er 1948 seinen Beruf erlernt. Die Firma Drees betreibt heute ihr Geschäft unter anderem mit Friseurwerkzeugen, Bestecken und anderen Metallwaren. Hinter dem sogenannten Wall verdünnt sich die Klinge zur eigentlichen Schneide. Beim Dünnmachen wird die Klinge hinter dem Wall fein geschliffen und scharf gemacht. Der vasierte Schleifer erkennt am Klang, ob das Messer den gewünschten Schliff hat. Das Pliesten beseitigt Unebenheiten in der Metallstruktur und macht die Oberfläche blank. Zunächst werden Erl und Angel am Pliestbock bearbeitet. Zum Feinpliesten ist Werner Breidenbach zu der Maschine gewechselt, die dafür speziell ausgerüstet ist. Dort bearbeitet er nach und nach die Hohle und die Warte. Dazu verwendet er eine spezielle Schmirgelpaste. Als älteste Rasierinstrumente gelten prähistorische Steinschaber sowie halbmondförmige Metallklingen aus der Bronzezeit. Mittelalterliche Rasierer ähneln bereits den heute gebräuchlichen Rasiermessern. Sie waren jedoch fest mit dem Griff verbunden. Erst im 16. Jahrhundert setzten sich einklappbare Messer durch. Die bahnbrechende Erfindung machte der Amerikaner King Camp Gillette, der 1901 den Nassrasierapparat mit der Wegwerfklinge zum Patent anmeldete. Etwa 3 Jahrzehnte später konstruierte sein Landsmann Jakob Schick den ersten Trockenrasierer. Damit begann der Siegeszug des Elektrorasiergeräts. An unterschiedlich kleinen Steinen pliestet der Schleifer gründlich und sorgfältig immer wieder die Klingenteile, die für eine saubere, glatte Rasur entscheidend sind. Die Herstellung von Rasiermessern war eine wesentliche Säule der Solinger Schneidwarenindustrie. Sie ging nach der Erfindung von Sicherheits- und Trockenrasierern zurück. Erst das Comeback der Nassrasur belebte die Branche neu. Solinger Betriebe produzieren jährlich ca. 70.000 Rasiermesser, unter anderem für Nassrasur und Haarschnitt. An der Sisalscheibe poliert der Schleifer den Doppelansatz zwischen Klinge und Erl. Die Solinger Fabriken produzieren heute weitgehend mechanisiert. Die Messer entstehen kaum noch durch die Hände qualifizierter Facharbeiter, die in kleinen Heimwerkstätten wie dieser Schleiferei tätig sind. Am Pliestbock poliert Werner Breidenbach nacheinander Erl, Rücken und Angel. Dank der richtigen Paste eine glänzende Sache. Im Mittelalter war das Rasieren für die Männer ein schmerzhafter Vorgang. In der Badestube oder auch von eigener Hand. In den nachfolgenden Jahrhunderten verbesserte sich stetig die Messerqualität. Auch die Bartmode änderte sich und die Selbstrasur wurde vorherrschend. Um 1900 wurde es modern, sich beim Friseur oder Barbier rasieren zu lassen. In einer zeitgenössischen Quelle heißt es, sonntags wollen immer noch mehr Leute barbiert sein. Klagen über mangelnde Hygiene in den Friseursalons oder über die schlechte Qualität der Rasur mit stumpfen Klingen führten zur Losung, rasiere dich selbst. Das Blau- oder Klarpliesten auf der Lederscheibe gibt der Klinge eine noch feinere Politur. Dazu trägt auch der aufgestäubte Kalk bei. Es ist üblich, immer nur die Hohle des Rasiermessers blau zu pliesten.
Im Laufe seines Berufslebens hat sich Werner Breidenbach die Fertigkeiten angeeignet, nicht nur Messer zu schleifen, sondern auch komplett zu montieren. Beim Reiten fügt er zwei Schalen und die Klinge zusammen. Die Griffschalen sind wichtiger Bestandteil des Rasiermessers, machen aber auch den materiellen Wert aus. Sie bestehen aus Imitaten von Schildpatt, Elfenbein und Perlmutt, aus echtem Büffelhorn, Ebenholz oder auch aus rostfreiem Stahl. Nach der Montage überprüft Werner Breidenbach die Funktion. Das Messer muss sich leicht auf- und zuklappen lassen. Das Abziehen macht das Messer gebrauchsfertig. Auf der sogenannten Hexe erhält die Klinge ihre sprichwörtliche Schärfe. Das Schärfen ist das A und O für eine gesichtsgerechte Rasur. Stumpfe Rasiermesser führten häufig bei Friseuren zu Klagen. Manchmal scheint es, als schabe ein Kartoffelschaber über das Gesicht. Werner Breidenbach zieht das Messer abschließend auf belgischen Brocken ab. Diese Natursteine aus den Ardennen sollen einzigartige Eigenschaften zum traditionellen Schärfen von Schneidwerkzeugen aller Art besitzen. Das Abstreichen auf dem Riemen macht das Messer geschmeidig. Der Streichriemen besteht aus Rinds- oder Kalbsleder, das durch Gerbung mit Weidenrinde und Behandlung mit Birkenöl besonders weich und elastisch und damit widerstandsfähig und langlebig ist. Die Nassrasur ist gründlicher als die Elektrorasur. Das behaupten jedenfalls ihre Vertreter. Sicher ist, dass das warme Einseifen mit alkalischem Schaum das Barthaar aus dem Haarkanal schiebt. So kann die Klinge des Rasiermessers das Haar direkt an der Hautoberfläche abtrennen. Die Rasur mit dem Messer erfordert einige Übung und zwingt dazu, sich etwas mehr Zeit zu nehmen. Aber vielleicht ist es gerade deshalb wieder attraktiv. Ein Ritual ohne Eile und Hektik. Wie auch immer. Die Bartpflege mit dem Rasiermesser ist hohe Rasierkultur.